Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Marvel Super Heroes. In der letzten Folge waren wir auf der Raumstation und haben gegen Magneto gekämpft. Und uns ist es nun endlich gelungen, ihn gefangen zu nehmen. Denn er ist ja wortwörtlich durch die Scheibe, beziehungsweise durch das Fenster der Fantastischen Vier hindurchgefallen. Und nun sind wir mit Mr. Fantastic und Mrs. Fantastic, die Unsichtbare, unterwegs zum Schild Helicarrier. Was ist was? So. Okay, und da gehen wir auch gleich hin. Wir gehen gleich direkt zum Helicarrier. Wir machen jetzt nicht noch extra Missionen, sondern starten gleich dahin. Ja, okay, kann ich... Ach, hier kann ich jetzt Fahrzeug und Charakter ändern. Okay, aber das mit dem Charakter ändern, das kommt später mal. Falls wir nach dieser Mission, nach diesen Hauptmissionen noch weiter spielen. Warum löst du dich einmal in Luft auf? Okay. K, um sich unsichtbar zu machen. Okay, gut, hier ist eine Kamera. So, hier ist auch die Kamera, stimmt. Aber ich weiß nicht, was die macht. So. Wenn ich jetzt wüsste, was die Kamera eigentlich macht, kann ich sie zerstören? Nee. Okay. Na gut, wir müssen erstmal zum Commander. Und ich würde mal sagen, abwärts. Ihr seid da, dann erkläre ich euch die Situation. Jo, erklär uns mal die Situation. Wir kommen jetzt. Wir kommen in der Kommandozentrale. Dankeschön. Und was gibt's denn? Wir haben alle Daten von SHIELD-Agenten und Avengers weltweit ausgewertet und können mit Sicherheit sagen, dass Dr. Doom definitiv Böses im Schilde führt. Ich weiß, das hilft uns nicht wirklich weiter, aber immerhin ist es ein Anfang, nicht wahr? Sehr guter Anfang ist das. Sehr gut, sehr gut. Uns steht jeden Augenblick eine planetarische Katastrophe bevor, wenn wir Dr. Doom nicht aufhalten. Wir müssen ihn stoppen. Meine Zeit ist gekommen. Bald werden sich alle Erdbewohner vor Doom verbeugen. Die Erde, sie ist so ein wichtiger Teil meines Racheplans. Danke, aber das mit dem Rächen übernehmen wir schon. Und sieh mal, Loki und sein Freund haben eine große gemeine Megawaffe. Ihr Einfallspinsel habt keine Ahnung, welche Gefahr euch droht. Ich habe diesen Doomray entwickelt, um den Planeten vor der Zerstörung zu bewahren. Natürlich auch, um jeglichen Widerstand gegen meine gütige Herrschaft niederzuschmettern. Die Erde wovor zu bewahren? Ich halte sie auf. Du machst meine Waffe fertig. Eine hervorragende Idee. Ihr Narren! Ich bin hier der Herrscher! Hey, hey, spinnenartige Agilität zu euren Diensten. Du kannst mich unmöglich allein besiegen. Wer sagt, dass er allein ist? Jetzt geht's nicht rund. Ich habe zu tun. Ui. Dr. Doom und Loki sind die Sorte von Typen, die sich die Macht teilen? Nicht im geringsten, aber das könnte für uns ein Vorteil sein. Okay. Hui, das war ja jetzt sehr überraschend. Doom, Dr. Doom versucht also, die Erde zu retten.
Aber vor was er sie genau retten will, wie gesagt, wissen wir leider noch nicht. Ich könnte mir es vielleicht denken, ihr vielleicht auch, aber... ja. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder hier durchboxen mit dem Ding, mit Storm, Spider-Man und Captain America. Wohlgemerkt. Prügeln wir uns jetzt wieder mal durch die Raumstation. Und die anderen sind alle auf der Erde versammelt. Und natürlich, vielleicht hat der Silver Surfer, also der Silver Surfer, der hat ja kaum noch Energie gehabt. Vielleicht hat er irgendwas mit der Sache zu tun, aber wie gesagt, das finden wir alles noch heraus. Und zuerst machen wir erstmal alles kurz und klein. Und Spider-Man, der schwingt sich erstmal hier rum. So. Bis er eben dann wieder gebraucht wird, wie jetzt, kann ich jetzt Spider-Man? Ja. Mein Spinnensinn kribbelt. Aktivieren, sehr gut. So. Okay. Ich will jetzt erstmal hier die ganzen Teile holen. Hopp, hopp, hopp. Und natürlich noch ein bisschen was kaputt machen. Schöner Move, schöner Move. Ja. Toll. Oh, sehr gut, wieder ein Secret. Mein Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Ja, das frage ich mich gerade auch. Was ist das? Kannst du hier irgendwas machen, Spider-Man? Mhm. Ach, dort. Jetzt habe ich es auch gesehen. Na super. Erst muss ich abstürzen, um es zu sehen. Ah, komm, jetzt weg damit. Okay, jetzt können wir hier lang. Und tap. Na komm, Captain America, du schaffst das. Du bist ein großer Junge, du schaffst das. Ja. Und tap, tap, tap. So. Zack, sehr schön. Jetzt mal jetzt kurz und klein schlagen. So. Nein, verdammt. So, jetzt aber noch... ah, das ist nicht so gut. Das läuft nicht so gut. Storm, kannst du nicht da hochklettern? Nee. Gott. Ich spiele es zum ersten Mal wieder. Der erste Mensch spiele ich gerade, aber jawohl, jetzt. Jetzt sieht es doch gut aus. Und ich glaube, wir nähern uns auch langsam dem großen Ende von dem Spiel. Vermute ich jetzt eine Vorahnung. Captain America, du wirst gebraucht und schieß. Sehr gut. Bevor natürlich die Meldung kommt, dass wir hier mit einem Schild arbeiten können, haben wir schon hingekriegt. Ja, was ist das denn? Haltet die Augen auf. Ah. Wir müssen Doom und Loki erreichen. Mhm. Ja, warte mal, das ist doch... nee, gut, also kaputt machen können wir es nicht. Aber die gute Storm kann erstmal hier schön Strom machen. Blitz und Donner, seid mir zu Befehl! Ja. Lade auf. Ja, gut. Na, geht's runter? Oh. Ein Secret, jawohl, ein Secret. Hoffentlich komme ich da jetzt noch hin. Alles scheint mit Magneten zu funktionieren. Ja. Captain America, lauf. Oh, sehr gut. Gleich hinspringen, hopp. Und hopp. Ach, verdammt. Bitte, lass mich jetzt hier rankommen. Ja. Sehr gut. Bevor er stirbt, nochmal schnell gewechselt. Damit wir noch das erste 1 von 10 wieder eingesammelt haben, da wir leider nicht wirklich alle haben. Kommt sie! Ja. Okay, Captain. Nee, da. Zählen. Tschüss. Sehr gut. Okay. Was ist das?
Eine Turbine oder ein Laser? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, Spider-Man muss an. So, jetzt. Ziehen! Komm, zieh, 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 zieh und ja! Oh, sehr gut, sehr gut. Naja, Sicherheit ist meist nicht so wirklich gut. Also, wer denkt schon an Sicherheit bei sowas? Nur einer, der Captain. Ja, ja, komm, 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 komm und sehr gut. Oh, 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 noch ein Secret. Ach man, krieg ich das, krieg ich das? Geht weg, ich will das. Hey, ich will doch hier. Ach man, jetzt komme ich dort noch ran. Wie toll. Da müsste ich jetzt wieder mit einem Iron Man oder mit jemand anders dort ran. Aber wo die gerade sind, ich weiß es auch nicht. Die sind gerade abgehauen. Ich mach alles kaputt hier. Bam. Und. Ja. Oh, Storm. Storm, du wirst gebraucht. Na komm. Und los. Sehr gut. Ah, ja, ja, jawohl. Der Strom fließt wieder. Hurra. So, hier, das machen wir auch noch kaputt. Spidey. Ja, geh du schon mal vor. Das ist sehr gut. Die anderen müssten ja dann auch gleich hinterherkommen. Na, ja, das sieht doch gut aus. Ja gut, bis auf einen... Hier ist vielleicht etwas mehr Muskelkraft vonnöten. Ja, das weiß ich. Das weiß ich, aber jetzt ist er gerade nicht... Ach, da. Wenn man von ihm spricht, kommt er angequatscht. Ja. Oh, was ist hier los? Tag. Na, alles kaputt machen. So, und jetzt. Ziehen! Drück! Sehr gut, die Tür ist kaputt. Und jetzt sammeln wir uns das noch ein. Wechseln mal schnell zu Spidey. Und er zieht! Komm, zieh, zieh, zieh! Sehr gut. Und ab geht's. Wow, ich war schon mal im Weltraum. Aber ist das eine Aussicht? Geil. Wow, in der Tat. Das sieht sehr nice aus. Oh, was ist denn das hier? Aber es fällt ihnen ein, auf ihn zu schießen. Zack. So. Apokalypse mit Aussicht. Ja, ja, kann ich da jetzt einfach hier so... Nee. Nee. Ja. Schaffst es, schaffst es. Ach, sie muss ja sogar. Ah, sehr schön. Nein. Ach, damit. Storm halt durch. Aufladen. Sehr gut. Und nochmal aufladen. Hervorragend. So, und jetzt können wir alles kurz und klein schlagen. Ach. Und nochmal. Und zack. Wunderbar. Ey, ging er weg. So. Hier noch was? Nee. Spider-Man, du wirst wieder gebraucht. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Ja, ziehen. Ziehen, komm. Komm, du schaffst das. Komm und ja. Ah, jetzt müssen wir wieder was bauen für Captain America. Also man sieht schon, dieses Level ist so aufgebaut, dass wirklich für jeden was dabei ist. Also dass ja keiner leer auskommt von den ganzen Helden. Storm, können wir hier hoch? Nee. So. Storm, kannst du runterkommen? Okay, aufladen. Das machen wir kaputt wegen der Punkte und ja. Mist. Achso, das muss ich erst bauen. Oh Gott, Spezi. So, jetzt aber. Ich bin eins mit den Kräften der Natur. Genau, das bist du. Es geht aufwärts. Das Ding fällt gleich wieder runter. So, immer schön durchrennen erstmal und ach, Spidey.
Mein Spinnen sind schon wieder. Was ist das? Ach so, kann ich jetzt hier einfach die Wand kaputt machen? Warnung. Angrenzende Verbindungsbrücke ist nicht sicher. Von einem Fortfahren ist abzuraten. Oh oh, das klingt aber gar nicht gut. Bam. Ja, sehr gut. Und ziehen, reißt das Ding ab. Und Schuss. Ja. Nein. Nein, verdammt. Das Ding ist explodiert aber jetzt. So. Freshit. Können sie doch nicht machen. So, jetzt muss ich mit Captain America erstmal. Hopp, hopp, hopp. Ah, okay. Na. Drehen, drehen, drehen. Ach so, da geht das Ding dann weg. Hm. Was ist jetzt? Ah, hat geklappt. Ich dachte, es geht schon wieder zurück, dass das wieder auf Zeit hinausläuft. So, jetzt brauche ich Spidey. Ui. Ein Spinnensinn. Etwas in der Nähe. Ja, du musst klettern, Spidey. Kletter mal da hoch. Kletter, kletter, kletter. Na gut, kletter mal weiter. Das freut mich. Sehr schön. Ach, schon zwei Stück. Naja, das wird doch langsam. So. Nochmal, nochmal. Komm, wir haben es doch fast geschafft. Ja, wohl. Storm, Storm, wo bist du, Storm? Komm, lade dich auf, Süße, und ja, gut. Sorry. Und, nee, Quatsch, hä? Achso, jetzt. Warnung, Türmechanismus aktiviert. Von einem Fortfahren wird immer noch abgeraten. Da sie gesagt haben, dass man sie nicht öffnen soll, will ich es erst recht tun. Genau, das können wir natürlich alle. Na komm und ziehen! Ach du Heilige! Bleib zusammen! Oh, 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 ach. Die Türsteherin hat es ernst gemeint! Alter, krass. Besser durchdenken sollen. Ja, das kann sein. Das kann sein, aber das wollen wir natürlich nicht. Wow. Wow, im All fliegen, yeah. Sehr nice, sehr nice. Ja gut, ich weiß, man könnte hier bestimmt einiges kaputt machen oder alles zerstören, um wieder Bonus-Sachen zu kriegen. Uff. Ja, gut so. Erinnere mich nächstes Mal nicht, die Panoramaroute zu nehmen. Station, Metallkopf! Ihr jämmerlichen Würmer, verbeugt euch vor dem Retter der Erde, Dr. Doom! Der Zwischenfall mit dem Tanker war nur ein kleiner Fehler. Ihr haltet mich nicht auf! Ist endlich zu Ende. Wie muss ich das jetzt verstehen? Der Retter der Erde, warum er? Entsorgt diese Superverlierer! Nein. So, weg damit. Oh, wie schnell die dezimiert werden. Herrlich. Zack. Und nochmal. Hopp. Und Smash. Und fertig. Jetzt reicht's, ihr Helden. Ich bin euer Verderben. What? Was zum Teufel? Ich muss ihn schlagen. Ha! Boah! Na, kann ich. Achso, ich muss. Von hinten muss ich den schlagen, okay. Mach das Ding ab! Mach das Ding ab! Und nochmal mit Schmackes, oder? Okay. Ja. Kann ich hier jetzt, oder? Hm?
so mit Spider-Man. Zieh! Komm, zieh! Lass nicht los! Zieh! Und... Jetzt ja, sollt ihr meine wahre Macht zu spüren bekommen! Ja, dann zeig sie doch. Du wirst uns nicht aufhalten, Dr. Doom. Oh, wie süß. Oh, okay, da hab ich nichts gesagt. Um diesen Schalter zu betätigen, brauchst du eine Art Waffe oder einen scharfen Gegenstand. Ja, ich weiß, den haben wir aber nicht. Kann ich da Captain America mit seinem Schild irgendwas da ausrichten? Ach hier. Na, ich dachte, Captain America kann was dagegen ausrichten. Na komm, hier, bitteschön, für dich. Ah, okay. Na komm, das schaffen wir. Ne, die anderen sterben in der Zwischenzeit von den Strahlen. Ja. Eins. Komm, zwei. Komm schon, das schaffst du. Drei. Yeah. Und jetzt gibt's mal drauf. Ah, Hilfe. Lass ihn in Ruhe. Ich mach dich frei. Bam. Ah nein, Hilfe. Ah, komm jetzt wieder. Glaubt ihr, ihr könnt gewinnen? Macht sie fertig, Doombots! Ach, da kommt wieder so ein Typ. Hallo. Haha, da kann gar nichts der Typ, ey. Das ist ja. Oh, fliegen. Hä? Die fliegen doch rum. Sehr schön. Und los! Reiß ihm die Maske ab. Beziehungsweise seinen Kopf. Damit ich mich um ihn kümmern kann. Komm, Spidey. Ziehen und schleudern und weg. Push und weg. Na, wer wird denn da sauer? Ah, jetzt kommt jetzt wieder. Jetzt kommt die zweite Waffe. Ach, Dr. Doom. Was willst du denn damit erreichen? Na, siehst du, geht doch schon wieder gut los hier. Nein! Okay, die Strahlen können auch tödlich sein. Das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache, ich weiß. So. Aha, verdammt. Ja, sehr schön. Und das gleiche Spiel noch einmal. Die drei Ringe zu zerstören. Einmal. Obwohl, könnte man eigentlich schon nochmal so kurz zack, so ein bisschen was wegmachen. Hier noch. So. Push. Sehr schön. Und schön. Ja. Komm her, Dr. Wie, Doom! Wie kann das sein? Niemand besiegt Doom! Niemand? Was? Aua! Aua! Jetzt hör auf! Ich mach dich kaputt. Oh, schnell ein Herz. Also, ich weiß mal ein Herz. Oder vielleicht kommt jetzt der andere Typ. Achso, der läuft jetzt automatisch, dachte ich jetzt. Ach ja, ist er doch. Da ist er doch. Und bam. Ja, wie gesagt, die können irgendwie gar nichts. Ha. Er kann nur hinfallen. So, cool. Sorry, es war das Falsche. Aber jetzt anpacken und erstmal schön die Maske wieder runterreißen. Komm, gib die her. So. Und Spider-Man wieder am Ball. Sehr gut. Ziehen! Zieh, Spidey! Komm, zieh! Und. Ui! Schön wär's natürlich, wenn die anderen getroffen werden. Perfekte Maschinen! Ihr habt sie ruiniert! Ich zerstöre euch! Mach doch.
Mit was denn? Mit we- Ah! Smash! Besiegt? Das ist unmöglich! Ich bin Dr. Doom! Sorry, Doc. Aber weißt du was? Jetzt geht's endlich rund! Und tschüss. Apokalypse mit Aussicht. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Dr. Doom. Doombot V-Serie. Mhm. Leider wieder nicht 94%. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist gut. 2 von 10. Das geht noch. 42 von 250. Oh Gott, das wird noch dauern, bis wir die voll kriegen. Und ich würde mal sagen, ich mache ab hier erstmal wieder ein kleines Folgenpäuschen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wo ich glaube, dass die nächste Folge wird dann, glaube ich, auch die letzte sein. Und ja, freut euch auf ein großes Finale. Und bis dahin, tschüss. Bruder Loki, Dooms Plan ist gescheitert. Gib seine Waffe auf! Dooms Plan! Eine Waffe! Über Blitze magst du verfügen, über Fantasie hingegen nicht. Ein schöner Hut. Galactus, der Planetenfresser. Glaub ich kaum. Ich habe Hunger. Endlich kann ich mich auf eurem jämmerlichen Planeten rächen. Ich werde mir die Macht von Galactus zunutze machen. Er wird die Erde zum Frühstück verschlingen und mir zum Mittagessen helfen, die Kontrolle über Asgard zu erlangen. Wow, dass der sich mal nicht den Magen verstimmt. Das ist ganz schön viel Protein, selbst für einen Typen wie ihn. Meinst du das wirklich ernst, Bruder? All das ein trauriger Racheplan für die Erde und für Asgard? Ja, Bruder. Ich habe meinen Rachefeldzug aus dem Gefängnis heraus geplant. Ich habe nachgedacht, geplant und Dr. Doom erfolgreich von meinem Plan überzeugt. Und ihr ahntet nichts. Welch genialer Zug von mir! Okay, Leute, an die Arbeit. Avengers, versammelt euch! Ja, ein riesiges Alienwesen will mit Hilfe eines altnordischen Gottes unseren Planeten fressen. Ich bin dran. Danke für Ihren Anruf bei S.H.I.E.L.D. Bitte warten. Danke für Ihren Anruf. Bitte warten. Männer, es sieht nicht gut aus. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Sie müssen ein bisschen flexibler im Denken sein, Direktor. Vielleicht können diese unguten Typen helfen. Technisch gesehen ist das aber wohl auch eine ungute Idee. Lustig. Ich meine, wenn es die Erde nicht mehr gibt, wen sollen sie dann mit ihren bösen Machenschaften bedrohen? Sich gegenseitig? Hallo? Doc, hier ist Nick Fury. Ich habe dir und deinen Freunden einen Vorschlag zu machen.
Holt Abomination und Magneto und bringt sie zu Doom. Klingt nach einem riskanten Abenteuer. Und ich liebe riskante Abenteuer.